Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um ein Produkt, das man auf jeden Fall in seinem Urlaub für den Sommer, wenn es an den Strand geht, gebrauchen kann. Über die Sinnhaftigkeit will ich hier und heute in diesem Video gar nicht erst anfangen zu referieren. Der Grund ist ganz einfach. Ich selbst benutze es schon seit 3 Jahren und bin jeden Sommer immer wieder froh, wenn ich irgendwo am Strand liege, dass ich es habe. Es geht um eine wasserdichte Handyhülle der Firma SyncWire und ist kompatibel für fast alle Handymodelle, vom iPhone 6 bis zum 13 Pro Max oder auch das Samsung S9 Plus und aufwärts und auch zum Beispiel die Handys aus der Samsung Note-Reihe und einige mehr. Natürlich verlinke ich euch unten die hier gezeigte und vorgestellte Hülle. Da könnt ihr dann in aller Ruhe auch schauen, ob euer Handy in der Liste dabei ist. Ich würde mich aber schon sehr wundern, wenn nicht. Zu den Spezifikationen gibt es nicht viel zu sagen. Die Farbe ist schwarz, vom Gewicht her gerade mal 150 Gramm und es ist 7 Zoll. Es schützt gegen Wasser, Staub, Sand, Schnee. Also es ist nicht nur für den Badeurlaub geeignet, sondern auch zum Skifahren zum Beispiel. Die Hülle hat einen sehr sensitiven Touch, was bedeutet, man bedient sein Handy locker in der Hülle. Man muss es nicht rausnehmen, selbst zum Filmschauen, Surfen im Internet oder Surfen auf dem Surfbrett. Auch Fotos kann man damit machen, wenn das Handy in der Hülle ist. Das Handy kann immer drin bleiben, also man muss es wirklich eigentlich nie rausholen. Das alles wird ermöglicht durch die transparente, kristallklare Vorder- und Rückseite. Außer man will sein Telefon entsperren per Fingerabdruck. Das geht leider nicht, was aber auch normal sein dürfte. Es ist absolut 100% wasserdicht. Die maximale Benutzung geht laut Manual bis zu einer Wassertiefe von 30 Metern. Das Tiefste, was ich war, waren 8 Meter und es hat wirklich super gehalten. Also es gab kein Eindringen von Wasser. Was darüber hinaus ist, da vertraue ich einfach mal aufs Manual. Es hat einen sehr einfachen und doch effektiven Verschluss. Telefon rein und die zwei Klammern oben einfach umdrehen und einrasten. Das Band an der Hülle hat eine Traglast bis 20 Kilo. Man kann die Hülle entweder um den Hals tragen oder man bindet es einfach um die Hüfte, was beim Baden wohl naheliegender wäre. Ich persönlich trage es immer um die Hüfte eigentlich. Was es für mich im Speziellen die Hülle auch absolut unverzichtbar macht, ist die Tatsache, dass ich da nicht nur mein Handy drin habe, in dieser Hülle verstaue ich auch meine Kreditkarte und meine Autoschlüssel zusammen mit dem Handy. Meine Wertgegenstände bleiben am Strand sauber und ich habe alles Wichtige in einer Tasche verstaut und immer bei mir. Dadurch lässt es sich einfacher, entspannter baden, ohne dass man mit einem Auge immer auf seine Sachen achten muss, die am Strand in der Tasche zurückgeblieben sind. Und ehrlich gesagt, gestohlen wird ja leider bekanntlich mehr als genug, gerade an Badestränden. Mit dieser Handytasche erlebt man auf jeden Fall keine böse Überraschung mehr, wenn man aus dem Wasser an seinen Platz geht. Das Handy bleibt dadurch dann auch immer sauber und geschützt vom Sonnenöl in Verbindung mit schönem weißem Sand. Ich wollte es nicht mehr missen müssen in meinem Badeurlaub. Natürlich verlinke ich euch unten in den Videoinfos den Link dazu, sodass ihr checken könnt, ob euer Handy in die Hülle passt. Bei Kauf solltet ihr aber wissen, im Paket, was kommt, sind zwei Handyhüllen in der Box. Als ich es gekauft habe, hatte ich es überlesen und die Freude war dann umso mehr, dass ich gleich noch eines für meine Frau dann noch hatte. Also, in dem Sinne, vielen Dank für das Zuschauen bei diesem kleinen, schnellen Speed-Video. Passt auf euch auf und vor allem aber bleibt gesund. Liebe Grüße, euer Costa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.